So, hallo Kapitäne. Hier fahre ich heute für euch ein nächstes Premium-Schiff. Ich versuche jetzt mit jedem Premium-Schiff einmal eine Runde aufzunehmen, die euch zu zeigen. Mit ein bisschen Glück laufen die alle so verhältnismäßig gut wie auf der Emden. Das hier ist die König Albert, ein Schlachtschiff der Stufe 3. Ja, wie ihr seht, gibt keine großen Überraschungen, wenn ich mir jetzt mal das Pendant dazu der Stufe 3 angucke. Das wäre die Nassau. Die sehen sich jetzt, naja, gar nicht so unterschiedlich aus, ne? Also die Türme sind halt, die Nassau hat tatsächlich sogar ein bisschen mehr Türme. Die Kaiser wäre das, also Schiff, was quasi der König Albert am nächsten kommt. Die hat jeweils dann quasi nur einen Turm hier parallel zueinander. Vergleich zur Nassau. Dafür haben wir halt auf der Rückseite und also auf der Rückseite zwei und an der Front nur den einen Turm auch. Also ja, es ist so ein Zwischending zwischen der Stufe 3 und der Stufe 4. Wir gucken uns das nachher mal an, wie das sich jetzt fährt. Ich habe auch hier keine Verbesserung auf dem niedrigen Level eingebaut, weil ich tatsächlich das Schiff ganz selten mal fahre. Einfach bloß für die Optik. Ich fand es halt auch ganz nett, es zu haben und habe es mir deswegen damals geholt. Es war mal im Angebot. War jetzt nicht so teuer. Dachte ich mir, kann man das mal machen. Guck mal, was würde sich denn hier für Verbesserungen lohnen? Ja, Manövrier und sowas, das passiert bei einem Schlachtschiff fast nie, dass da irgendwas ausfällt. Meine Erfahrung, deswegen baue ich das nicht ein. Genauso Schadensbegrenzungsteam, das lohnt sich auf dem Level auch noch nicht. Weil wenn man denn sowieso eben mal unter Geschuss ist, bis man hier außer Gefechtsreichweite ist oder außer Schussreichweite, ist man schon wieder fünfmal angezündet worden. Egal, ob man diesen Skill nun dabei hat oder nicht, dann braucht es halt eine Salve mehr, aber das macht den Kohl für mich nicht fett. Genauso wie diese ganzen Ausfälle hier, das ist auch nicht so häufig. Magazinnotation hatte ich auf dem Schlachtschiff, glaube ich, nur ein einziges Mal, seitdem ich spiele. Und ich spiele schon ein bisschen länger. Könnt ihr mal kurz in mein Profil reingucken. Das steht doch hier bestimmt irgendwo, wie lange ich jetzt hier schon spiele. Nein. Nein. Ach, hier unten bei der Zusammenfassung wird es natürlich dann stehen. So, gucken wir mal. Steht auch nichts drin. Hier seht ihr meine Siegrate. Also ich bin bei 48%, kurz unter 50. Muss dazu sagen, ich habe den Account, wie gesagt, schon ewig. Ich kann jetzt tatsächlich aber gar nicht sagen. Ach, hier oben, da steht es. Registriert seit 28.08.2015. Also jetzt heute seit gut 5 Jahren. Ich war einer von den allerersten, die bei Wargaming mit dabei waren. Also ich habe keine Beta oder sowas vorher mitgemacht. Aber als ich hier das Spiel angefangen habe, gab es erstmal nur Japaner und Amerikaner. Später kamen dann die Deutschen mit dazu und dann wurde es ja peu à peu immer mehr, was ja schön ist. Ja, und die ersten Gefechte muss man sich erstmal ein bisschen reintasten. Ich selber fahre, wie ihr seht, also hauptsächlich die Deutschen und die Japaner. Bei den Japanern ist es dann zu 90% der Zerstörer, also die Shimakaze. Beziehungsweise, ja, eigentlich nur die Shimakaze, weil ich habe keinen anderen Zerstörer, kein anderes Schiff bei den Japanern, das ich aktuell fahre. Ich bin auch mal ein, zwei Runden Schlachtschiff bei den Japanern gefahren. Aber naja, ich habe dann bei Stufe 8 aufgehört, weil ich auf die Izumo keine Lust hatte. Und mal gucken, wie ich da noch drum rumkomme. Ich habe auch ein paar Amerikaner, da habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr angefangen mit Kreuzern. Ich habe bei den Russen ein paar Schiffe, da kommen wir später noch zu, da sind auch Premium-Schiffe dabei. Ja, und jetzt seit neuestem die Briten. Habe ich bis Tier 10 mich hochgekämpft. Bei den Franzosen hatte ich den Kreuzerbaum auch bis Tier 10 durchgekämpft und habe den jetzt zurückgesetzt. Und bei den europäischen Schiffen habe ich mir mit den europäischen Marken Zweigzerstörer geholt und habe in einem Karton diesen Virius irgendwas gezogen, dieses österreichische Schlachtschiff Premiumstufe. Zeige ich euch später auch gerne noch. Jetzt aber wieder zurück zu dem, was wir eigentlich tun wollten. Das ist, wie gesagt, die König Albert. König Albert hatten wir gerade schon, Schlachtschiff Stufe 3, keine Module, kein nichts drin. Ich glaube, baue jetzt hier auch keine Flaggen drauf. Lohnt sich für mich nicht. Also beziehungsweise keine Signale. Eine Flagge können wir natürlich mitnehmen. Meine allseits beliebte Piratenflagge nehme ich immer gerne mit. Und naja, viel mehr gibt es auch eigentlich zu der König Albert gar nicht zu sagen. Können Sie uns nochmal langsam angucken. Von der Seite, also vorne ein Zwillingsgeschützturm. In der Mitte zwei Geschütztürme, ein bisschen versetzt zueinander. Also ich kann in beide Richtungen mit beiden Türmen schießen. Die Türme können sich drehen. Und nach hinten in zwei Türme. Also zum Wegfahren super geeignet. Wäre eigentlich das perfekte französische Schlachtschiff, muss ich mal sagen. Wobei die Franzosen ja in der Regel lieber rückwärts fahren.
Echt ja, warum hat ein französischer Panzer 8 Rückwärtsgänge und einen Vorwärtsgang? Die 8 Rückwärtsgänge sind für den normalen Krieg. Und der Vorwärtsgang ist, wenn mal einer von hinten kommt. Ja, zeigen wir euch nochmal die Hupe. Ihr könnt hupen, wenn ihr das nicht wusstet. Mit der Taste N funktioniert das. Ihr könnt noch schnell einen Container aufmachen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich nehme meist die Ressourcen mit, weil ich für die Kohle mir immer mal was hole. In den Shops. Meistens Container, manchmal auch ein Schiff. So, wieder ein bisschen was. Und ich habe sogar ein neues, total tolles Bild für meine Kreuzersammlung. Dazu später mehr. Dann auf ins Gefecht mit der König Albert. Gucken wir mal, wie wir da jetzt mit durch die Gegend fahren. König Albert ist auf dem niedrigen Level relativ, ja, langsam, aber das geht ja den meisten Schlachtschiffen so. So, wir warten jetzt erstmal ab, dass wir ein vernünftiges Gefecht zusammenbekommen und es sieht gut aus. Perfekt, da geht's schon los. Wir sind jetzt im Level 4 Gefecht mit Flugzeugträger. Das ist genau das, was der König Albert mag, weil er hat nämlich fast keine Luftabwehr. Lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt wird. Es gibt Gott sei Dank aber nur einen einzigen. Nee, es gibt gar keinen Zerstörer. Das ist schon mal schön. Zerstörer mag er nämlich auch nicht, weil werdet gleich sehen, die Wendigkeit hält sich ein bisschen in Grenzen. So. Auf geht die wilde Fahrt. Ich zeige euch das direkt mal mit den Türmen. Vielleicht mehr sind die Türme in die andere Richtung zu drehen. Oder? Ah ne, die Orion, die kommt hier mit bei mir lang. Ich schlage einfach mal A vor. Also ihr seht schon, die Türme drehen sich in einer wahnsinnig schnellen Geschwindigkeit. Aber dieses Turm-T-Drehgeschwindigkeitsmodul, das gibt es hier leider nicht. Deswegen, bleibt mir leider nichts anderes übrig. Auf dem Kapitän lohnt sich durchaus denn dieser Turmdrehgeschwindigkeitsskill, weil wenn jetzt ein Schiff in die Nähe kommt, kommt schon der Flugzeugträger. Gucken wir mal, ob da jetzt jemand diese Flugzeuge abholt. Ihr seht, hier passiert luftabwehrtechnisch gar nicht so richtig bei mir. Also ein bisschen was feuert, aber fragt mich nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich stehen sie da eigentlich auf dem Deck und schießen mit ihren Handfeuerwaffen einfach in die Luft. Wenn man sich das Schiff, wie gesagt, hier mal ganz entspannt anguckt, dann sieht man nämlich, es hält sich sehr in Grenzen. Ich sehe hier tatsächlich gerade gar keine Luftabwehr. Aber irgendwo muss es eine geben. Wenn ihr sie gefunden habt, dann sagt mir ruhig mal Bescheid. Könnt gerne einen Kommentar da lassen oder ein Like. Ich nehme auch Kritik mit, wenn jemand was auffällt, was er ganz anders gemacht hätte. Höre ich mir das gerne an. Bedenkt aber bitte immer, ich versuche hier natürlich für euch ein bisschen die Sache annehmbar zu machen. So. Ihr seht schon, ne? Da dreht man mal einen Tick zu weit und sofort trifft, also sind die Türme verdreht. Jetzt lädt man erstmal wieder ein bisschen nach. Aber ein Treffer, 9130 Punkte. Gerade beziehungsweise, also nicht ein Treffer, aber mit nur zwei Treffern. Ein Zitadelle dabei, das geht schon ganz gut. Mann, die Phoenix. War Phoenix da hinten.
Ah, es hat auch eine sehr flache Schussbahn, man sieht hier, ne? Also ich bin jetzt quasi an der weitestmöglichen Entfernung, 11,9 Kilometer, bewegt die Türme oder die Geschütze überhaupt gar nicht nach oben. Ja, so wird das leider nichts. Gucken, vielleicht haben wir ja Glück und ich treffe jetzt da hinten einfach die Phoenix und bum, 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 bum. Ja, das ist natürlich blöd, man bleibt ja auch nicht einfach so in der Middle of Nowhere stehen. Sehr schön, jetzt fahr am besten ein Stückchen nach vorne, dass du mir nicht aus der Reichweite fährst. Ach, schade. Oder direkt vor mir kommt jetzt die Wyoming gleich um die Ecke. Ich lasse hier mal parallel die Schlachtschiffe ein bisschen aufholen. Ich will ja nämlich nicht der Erste sein, den sie hier kriegen. Ich habe leider auf dem Kapitän noch nicht mein Lieblingsskill drauf. Das ist der Stufe 1 Skill. Ganz oben links in der Ecke. Ich habe jetzt tatsächlich gar keine Ahnung, wie er heißt, aber der zeigt einem an, von wie vielen Schiffen man unter Feuer genommen wird. Und das ist, finde ich, super praktisch. So, jetzt nimmt mich hier wahrscheinlich gleich der Flugzeugträger unter Feuer, oder? Nee, Glück gehabt. Ach schade, das hat meine ganze Munition verschwendet auf den. Bei den Nachladezeiten ist das natürlich ein bisschen tragisch. Kann ich hier nicht schießen? Ey! Jetzt rammt der Hörni mich hier auch noch. Na gut, schieben wir das mal auf die niedrige Tierstufe. Hops. Ja, na, warum steht denn der Flugzeugträger auch da so weit vorne? Ja, es tut mir leid, Flugzeugträger, aber du hast ja da zwei Kreuzer, die dich beschützen können. Und ich habe ja die Phoenix auch schon ein bisschen kleiner gemacht gehabt vorhin. So, sehr schön, der fährt jetzt hier gegen die Insel. Jetzt gucken wir mal, ob wir von dem die Zitadelle treffen können. Steht jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, aber in der Regel ist die Zitadelle kurz über der Wasserlinie zwischen dem ersten und dem letzten Turm. Das ist zumindest meine Erfahrung und das kann man sich auch in dem einen oder anderen YouTube-Video angucken. Oft trifft man die Zitadelle ja einfach nur mit ein bisschen Glück, bin ich ganz ehrlich. Man kann aber auch direkt auf sie zielen, also in den späteren Stufen macht das ein bisschen mehr Sinn oder funktioniert das ein bisschen besser, auf die Zitadelle zu zielen, als in den niedrigen Stufen, einfach dadurch, dass man halt hier noch so ewig nachlädt und eine relativ geringe Reichweite hat. Später macht es dann ein bisschen mehr Spaß, gerade mit den Kreuzern, mit den großen dann von den Deutschen oder sonst wem, wenn man da
vernünftig schießt, dann kann man da schon richtig gut was abräumen. Seht, das läuft jetzt an sich gerade für mich ganz gut. Ja, genau, die Myogi, ich weiß ja nicht, was die da unten macht. Der Kreuzer hier, die Caledon, die fährt hier ganz gut mit, muss ich mal sagen. Weil die ist mir halt natürlich ein bisschen zu schnell. Ich mit meinen 21 Knoten oder wie viel das hier am Ende werden, habe da nicht so gute. Da nicht so gute Chancen, da ein bisschen hinterher zu kommen. Ich versuche jetzt da, dass ich an der Nassau dranbleiben kann. So. Also hier bei mir wird immer noch wie verrückt geschossen, aber ich weiß halt nach wie vor nicht so richtig von wo. Auch da oben auf dem Turm drauf sehe ich nichts. Das sind alles bloß Scheinwerfer. Ach schade, jetzt ist die Caledon weg. Ja, zu weit vorne. Ah, das sind jetzt leider nicht durchgeschlagen. Die sind abgeprallt. Aber das hat man halt auch manchmal. Die fährt gerade in einem ungünstigen Winkel zu mir. Komm, noch ein Stückchen ran hier, noch 400 Meter. Ach, wir haben ja auch noch zwei Flugzeugträger, siehst du, das fällt mir jetzt erst auf. Kann man mal sehen, da werden schon geschnarcht hier. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit über außen rumfahren. Ich muss jetzt tatsächlich einfach mal umdrehen. Was machen denn unsere Flugzeugträger? Ja, natürlich brauchst du Hilfe. Geh zum Arzt oder weiß ich was. Bam. Sehr schön, habe ich ihm einen Turm rausgenommen.
Habe ich jetzt wirklich 800 Schaden gemacht, ja? Das ist ja der Wahnsinn. Ich drehe jetzt einfach mal ein bisschen meinen Arsch zu. Oh ne, halt hier, Feuer auf das Ziel. Los, Nassau, nimm das. Bam. Sehr schön. Oh, das sieht nicht gut aus für unser Team. Ja, er fährt das natürlich schön frontal zu mir. Ich habe trotzdem 6000 Schaden gemacht. Oh, ist der bescheuert? Warum schießt der denn nicht auf die Nassau? Dann wäre die jetzt weg gewesen. Idiot. Oh, also wirklich. Manche Leute, fest ihren Kopf. Na, endlich. So. So, jetzt haben wir eigentlich hier. Alles dafür getan, dass das noch klappen könnte, aber ich darf jetzt halt nicht hier. Nichts da mit Feueralarm. Ja. Kann mich das nochmal reparieren. Falls mich doch ein blöder Torpedo jetzt noch trifft, ich noch eine Chance habe, mal gucken. Nach 3 Minuten, na gut, das schaffen die nicht mehr zu cappen. Bei dem niedrigen Level macht es immer Sinn, von vornherein versuchen, auf die Flugzeuge zuzufliegen, also beziehungsweise zuzufahren. Möglichst frontal, weil die Flugzeuge auch noch verhältnismäßig unwendig sind. Also zumindest bei den Torpedoflugzeugen. Dafür gilt es natürlich für die Bomber und sowas möglichst natürlich nicht. Da musst du versuchen, ein bisschen hin und her zu lenken, aber geht halt natürlich nur bedingt gut. Das trifft, oder? Ja.
Schade, die gewinnen das jetzt scheinbar nur. Durch die Punkte. Verdammt, verdammt. Ja, weil wir halt leider nicht gecapped haben. Ich weiß ja nicht, warum bei uns ewig keiner in den A-Cap reingefahren ist. Ja, schade, das kriegen wir nicht mehr gerissen. Es sei denn, die versenken jetzt da hinten noch wirklich nochmal in CV. Aber es sieht irgendwie nicht so aus. Schade, schade, schade. Die gegnerischen zwei CVs, die waren einfach wirklich ziemlich gut. Die haben hier bei uns, ich glaube, also zwei oder drei Kills haben die bestimmt gemacht. Ich werde gleich mal gucken, wenn das Gefecht vorbei ist. Ihr seht, aber die König Albert an sich, für das Level ist es ganz okay. Ne? Es ist halt. Wie gesagt, ein niedriges Level. Da kann man jetzt keine großen Wunder erwarten. 21 Knoten. Jetzt also auch nichts, um Wettrennen zu gewinnen. Selbst auf dem Level nicht. Aber naja, man tut sein Bestes. Das gegnerische Team hat jetzt leider gewonnen. Das gegnerische Team hatte einfach zu viel Punkte Vorsprung. Das haben wir nicht mehr eingeholt gekriegt. Wenn das Gefecht jetzt noch 5 Minuten gedauert hätte, dann hätten wir das noch gedreht, auf jeden Fall. Aber so ist das halt manchmal. Gucken wir mal kurz in die Teamwertung. Also ihr seht, die Orion und ich, wir waren die beiden Besten. Die Orion hat 3 Kills sogar gemacht, nicht schlecht. Ich habe 1 Kill gemacht und 5 Flugzeuge, die Orion 21 Flugzeuge runtergeholt. Die wurde jetzt zum Schluss ja auch nonstop angegriffen. Gucken noch mal kurz in die Teamwertung, die gegnerischen Flugzeugträger. Nee, tatsächlicherweise nur 1 Kill. Ich hätte gedacht, die waren besser, muss ich sagen. Also waren sie nicht besser als unsere Flugzeugträger, der hat auch 1 Kill gemacht. Punktetechnisch, Also die Teams waren relativ dicht beieinander. Wir haben einfach zum Schluss dann mehr rausgeholt. Ja, ihr seht es hier oben. Also ich habe auf allen Schiffen Schaden gemacht. Auf der Nassau 13.000 Schaden. Auf der Gangut 23.000. Auf der Ishizuchi. Was? Ishizuchi, ja, genau. 15.000. Und auf den diversen Kreuzern hier knappe 10.000. Es ging ganz gut. Leider bin ich nicht rangekommen an die Flugzeugträger. Nächstes Mal habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück. Teamwertung, wie gesagt, zweiter Platz. Schaden habe ich gemacht 75.000. Geld habe ich 89.000 mitgenommen. Geht so. Wie gesagt, die Runde war jetzt leider verloren. Trotzdem haben wir noch Plus gemacht. Das ist bei den niedrigen Leveln ja aber meistens so. Und wenn ich ein Premium-Konto gehabt hätte, was ich nicht habe, an alle World of Wargames. Administratoren, ihr könnt mir gerne einen sponsern. Dann hätte ich jetzt sogar einen Kapitänsfertigkeitspunkt verdient. Dann zurück zum Hafen. So, und hier seht ihr sie nochmal kurz. Die König Albert. Mit ihr waren wir gerade unterwegs. Ein schönes Schiff, aber auch schön langsam.